Das erste Gefühl nach ein paar Metern Fahrt im Peugeot 5008 ist, irgendwie über den Dingen zu schweben. Dies mag zum einen durch die bei solchen Kompaktvans übliche, etwas erhöhte Sitzposition kommen, zum anderen verstärkt die riesige Windschutzscheibe diesen Eindruck, die eine exzellente Sicht auf Straße und Verkehr bietet. Selbst die A-Säule stört dadurch nicht weiter beim Beobachten des Verkehrsgeschehens. Die Gesamtfensterfläche ist beachtlich. Mit dem Panoramadach bietet der 5008er fast 6 Quadratmeter frei. Solche Familienvans sind ja schon nahe am Campingmobil. Für jede Lebenssituation muss das Fahrzeug entsprechend umzubauen sein. So ist jeder der 7 Sitze separat verstell- und umklappbar. Die beiden hinteren Reihen lassen sich komplett im Boden versenken, sodass eine ebene Ladefläche mit bis zu 1754 Litern Kofferraumvolumen entsteht. Allerdings, wenn statt Gepäck Personen transportiert werden, wird es schnell eng. Die Plätze 6 und 7 sind eigentlich nur für Kinder geeignet und die Passagiere in der zweiten Reihe sollten ebenfalls keine allzu langen Beine haben. Dagegen sitzt es sich in der ersten Reihe sehr komfortabel. Das Lenkrad ist angenehm vertikal ausgerichtet, so gleicht das Fahrgefühl tatsächlich mehr einem normalen Pkw als wie sonst in Kompaktvans oft üblich, einem 7,5-Tonner. Gegen Aufpreis bietet Peugeot im 5008 ein Head-Up-Display an. Dabei werden die Informationen aber nicht auf die Frontscheibe, sondern auf eine ausfahrbare Polycarbonatfläche über dem Tacho projiziert. Dort sieht serienmäßig ist der Peugeot mit 6 Airbags, dem elektronischen Stabilitätsprogramm ESP und einer intelligenten Traktionskontrolle ausgestattet. Im Euro NCAP Crashtest erreichte er die Höchstwertung von 5 Sternen. Der Einstiegspreis des 5008 beträgt 21.500 Euro. Wer sich für die höchste der drei Ausstattungslinien entscheidet, ist mit gut 28.000 Euro dabei.